Hexbach mit Fluch der schlafende Drachen, frohe Nacht mit dem sturen Drachen hier vorne. Ja, habe ich dich eigentlich in der letzten Session Drachen genannt? Weiß ich nicht. Fällst dich auf jeden Fall wie einer. Ich meine, ich war da nur da oben und du hast mich direkt angeschnauzt. Aber ja, versuchen wir das Ganze nochmal, was wir am Ende der letzten Session versuchen wollten, beziehungsweise ich habe ja eigentlich davor eine Session beendet und sie ist vom Klo wieder runtergekommen. Aber sie muss weg sein, damit wir wieder hochklettern können, also nochmal. Da bin ich wieder. Ja, so, wegen deinem Pissoir. Schon was erreicht mit Ihrer stinkenden Jauchegrube? Hier ist alles blitzblank. Habe ich selbst nachgeprüft. Sind die Zigarettenstummel weg? Zigarrenstummel? Da waren doch keine, oder? Haben Sie sie nicht gesehen? Dann reden wir lieber nicht von der toten Ratte. Gehen Sie mir aus dem Weg. Oh, tote Ratten. Okay, ich gehe. Und versage hoffentlich nicht mit der Steuerung. Chicken, du kannst dich nicht mit den Pfeiltasten hochziehen, ne? Das ist illegal. Ja, die Steuerung verwirrt mich jedes Mal immer wieder. Egal. Werfen wir jetzt einen Blick. Oder was auch immer wir hier vorhaben zu tun. Ein Seil? Ein Seil hing vom Gerüst. Man weiß nie, wann man ein Seil braucht. Und dafür habe ich jetzt mein Leben riskiert, indem ich mich mit dem Drachen da unten angelegt habe. Wegen einem Seil. Einem Seil. Okay. Kann ich hier auch irgendwie wieder runter? Oder muss ich nochmal da hochklettern, mich anschreien lassen? Hey, Sie da oben! Oh, guten Tag. Ich lasse nicht zu, dass ein Spanner meine Kunden während ihres Geschäfts angafft. Moment mal, ich gaffe niemanden an. Wollen Sie das der Polizei erklären? Lieber nicht. Ich komme runter. Also ist doch sowieso niemand da. Niemand, 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 niemand. Noch irgendwas anderes zu sagen? Oder hasst du mich mittlerweile? Da bin ich wieder. Nö, hat keinen Bock mehr mit mir zu reden. Ich will auch nicht mit irgendwelchen Typen reden wollen, die andere Leute beim Kacken zugucken. Chicken, dafür sind die Toiletten da falsch. naja. Hat Mr. Bauarbeiter irgendwas Neues zu sagen? Oder muss ich dich irgendwie mit dem Seil erwürgen von hinten? Ein Stück Seil. Wozu habe ich eigentlich das Ding? Kann ich das dem Ding geben? Das Seil stammte vom Gerüst. You don't say. You don't say. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Doppelt hält besser, ne? Aber nein. Oder wir binden einfach das Stück Seil um den halb aufgegessenen Hamburger und ne, machen den Bauarbeiter vor mir darauf aufmerksam. Ziehen ihn dann so weg. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin nicht gut da drin, Dinge zu erklären. Kann ich nicht nur mal mit dir reden? Jetzt kann ich. Check, du musst nur im richtigen Winkel stehen. Hast du denn noch irgendwas zu sagen? Da bin ich wieder. Gullideckelschlüssel. Ja, darf ich den vielleicht haben? Ich muss mal wieder runter in die Kassation. Ich überlege gerade, der Gullideckelschlüssel, den Sie da haben. Nein. Ich habe noch gar nichts gefragt. Aber Sie hatten es vor. Sie stehen auf die Kanalisation, stimmt's? Naja, vielleicht, aber... Bei unserem letzten Treffen ist mein alter Gullideckelschlüssel verschwunden. Hey, aber vergessen Sie nicht, ich habe Ihnen damals den Siegernamen gegeben. Das stimmt. Ja. Wenn Sie mir noch einen Sieger sagen, lasse ich Sie an meine Werkzeugtasche.
aus, der Traum. Ich musste mir etwas anderes ausdenken, um ihn zu bekommen. Wir können ja wieder Nicole anrufen, wie damals im ersten Teil. nein. Was anderes ausdenken. Kann ich den Typ nicht einfach erwürgen? Es war der Kompressor zum Antrieb des Presslufthammers. Ausschalten. Ach, der läuft schon von alleine weg. Was dir heilig ist. Ja, kaputt, ne? Hey, Alphonse, was machst du denn da, du Idiot? Als der Arbeiter gerade wegschaute, lieh ich mir seinen Gullideckelschlüssel aus. Ja. Komisch, immer wenn ich die Welt rette, werde ich zum Kleptomanen. Echt mal? Geht mir aber auch so. Geht mir aber auch so. Immer wenn ich die Welt in Video spiele. Ich will mich nicht unterstreiten. Sorg dafür, Rette, dass das nicht nochmal passiert, ja? Werde ich auch zur Kleptomanin. Immer. Und überall. Kann ich jetzt eigentlich ungefragt hier in die Kassation untergehen? Könntest du das Ding erstmal angucken. Ich hatte Erfahrung mit Gullideckelschlüsseln. Definitiv hast du die. Definitiv. Jetzt kann ich. Ich konnte einen so großen Eisendeckel nicht mit bloßen Händen bewegen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Mit kaum spürbarer Nostalgie machte ich mich auf einen erneuten intimen Kontakt mit der Pariser Kanalisation gefasst. Der Blick. Komm schon, du Miststück! Unverständlich. Genau diesen Gullideckel hatte ich früher ohne weiteres angehoben. Dein Fuß stand drauf. Hey, Monsieur. Ist das zufällig mein Gullideckelschlüssel? Nein, wofür halten Sie mich? Sie tragen also immer einen mit sich rum. Aber ja, Sie etwa nicht? Sicher, Sie vergeuden sowieso nur Ihre Zeit. Dieser Deckel wurde vor Jahren während der großen Gullipanik zugeschweißt. Na toll. Um diesen Gullipanik? Deckel zu heben, brauchte man mehr als bloße Muskelkraft. Kann ich dich über diese Gulli-Panik ausfragen? Was ist denn das für eine Panik? Da bin ich wieder. Nö, kann ich nicht. Gulli-Panik. Zugeschweißt. Ist hier noch irgendwas drin? Sonst wollte ich nichts aus dem Kasten. Gibt's noch andere Gulli-Deckel? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssten irgendwas finden oder habe ich irgendwas dabei? Keine Ahnung. Irgendwas zum Aufschweißen. Werf mir einfach ein Stück Glückskohle dagegen. Ich meine ja nur, ne? Glückskohle, Glückskohle. So glücklich wie eh und je. Hast du mir irgendwas Neues zu erzählen? Dem schlafenden Typen kann ich, glaube ich, nicht reden, oder? Hallo. Auch nix. Nicht mal Eingänge kannst du treffen. Ah, hier ist auch kein Gulli. Das heißt, wir müssten irgendwie den Gulli entschweißen. Muss ich das Seil hier dran festbinden und dann am Wagen und dann den Typen da vorne irgendwie aufwecken und sagen, dass er losfahren soll? Ich meine, in Baphomets Flucht 2 sind wir ja so auch aus dem Knast rausgekommen. Und im Fangame 2.5. Geht das? Wo ist mein Seil? Seil, 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 Seil. Stück Seil. Man konnte das Seil nirgendwo festbinden. Ah, oder muss ich das mit meinem Dings kombinieren?
kann es auf jeden Fall kombinieren. Das war die falsche Taste. Wie oft habe ich jetzt eigentlich schon in diesem Projekt immer falsche Tasten gedrückt? Ah, verdammte Steuerung. Ich hatte nicht genug Kraft, um den Deckel zu heben. Aber ich hatte eine Idee. Ja, ich auch. Die habe ich gerade geschildert. Hey, was machen Sie da? Ich bereite nur etwas vor. Es wird Ihnen gefallen. Sie haben den Wagen verankert. Ich stelle Ihnen eine hypothetische Frage. Ihr Fahrer... Alphonse, verdammt soll er sein. ...hat Angst vor Erdbeben, stimmt's? Was würde er tun, wenn jetzt ein Erdbeben käme? Er würde den Wagen starten und losrasen wie ein... Ah! Richtig, mit einem Gullideckel als Anhänger. Dafür würde man ihn ewig auslachen. Wäre das schlimm? Nein, genau das gefällt mir an Ihrem verrückten Plan. Also machen wir das? Okay, dann wecken wir ihn einfach mal auf. Erdbeben! Erdbeben, Erdbeben! Was? Erdbeben? Wunderbar! Ich weiß nicht, was ich der Versicherung melden soll, Monsieur, aber das war's wert. Ja, definitiv. Anscheinend war es mein Lebenszweck, Glück unter den Menschen auszusehen. Doch ja. Im Moment rief die Kanalisation. Ah, wunderschön. Ja, Glück unter den Menschen aussehen. Und das mit deinem wunderbaren Stück Glückskohle. Erstmal speichern wir. Bevor wir in die Tiefen der Kanalisation eintauchen. Kanalisation in Videospielen, die verfolgen mich auch überall hin. Es gibt so viele Videospiele, in denen ich im Knast war. Es gibt viele Videospiele, in denen ich in Kanalisationen war. Am besten noch Kanalisation eines Knastes. Aha. Ja. So, du bist am auffälligsten, würde ich glaube mal behaupten. Da war eine verblasste Inschrift, aber bei dem bröckelnden Putz konnte ich sie kaum lesen. Ich erkannte mittelalterliches Französisch und ein wenig Latein, aber es reichte nicht, um den Sinn zu begreifen. Oh. Ich ließ den uralten Torbogen in Ruhe. Keine Ahnung, hast du ein Stück Papier und Holzkohle da? Wir haben auf jeden Fall Kohle. Das hat mich gerade irgendwie an so eine Quest aus Skyrim mit der Diebesgilde. Ja. Ich konnte nichts mit dem antiken Torbogen anfangen. Jedenfalls nichts, das nicht jeden Archäologen auf die Palme gebracht hätte. Mhm. Mach's einfach so wie Lara und spreng dir den Weg frei. Fertig. Ach ey, ein Totenschädel. Ich das schon sehe. Ein großer, unheimlicher Schädel starrte mich an. Sein Mund war übergroß. Und wollte dich fressen. Ja, oh Großmutter, warum hast du einen so großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann, mein es Kind. Es war mir zuwider, meine Hand in den Mund des Schädels zu stecken. Aber warum stellte ich mich so an? Er konnte mich höchstens verstümmeln. Ja, höchstens. Keine Klinge hackte mir die Hand ab. Und keine Spinne biss zu. Für beides war ich dankbar. Aber ich fand nichts, was mir weiterhalf. Nichts. Nichts. Und dafür habe ich mein Leben riskiert. Für nichts und wieder nichts. Und da müssen wir erstmal was hinzugeben. Damit sich hier, keine Ahnung, auf unerklärliche Weise ein Tor öffnet. Kann ich hier rüberspringen? Auf die andere Seite? Nee. Das heißt, wir haben nur diesen einen Bereich. Nachher, hey, das wird spaßig. Dann kann ich auch nicht vorbei. Dieser Torbogen war erst vor kurzem zugemauert worden. Das war nicht weiter verwunderlich. Ich hatte höchstpersönlich das Original zerstört. Daran erinnere ich mich nicht. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Die Mauer war gut gebaut und sehr solide. Du kannst ja von dem Kerl da oben eine Presto-Flamme ausleihen, so ein bisschen. Da war eine verblasste Inschrift, aber bei dem bröckelnden Putz konnte ich sie kaum lesen. Ich erkannte mittelalterliches Französisch und ein wenig Latein, aber es reichte nicht, um den Sinn zu begreifen. Ich ließ den uralten Torbogen in Ruhe.
Der uralte Torbogen. Weiß ich nicht. Also mein erster Gedanke ist ja irgendwas hier reinzustecken. Die Unterhose. Steinzylinder. Würde das gehen? Der Mund des Schädels hatte die gleiche Form wie der Steinzylinder. LOL. Allmählich konnte ich wirklich ein Buch über Geheimtüren schreiben. Dann mach mal. Ja, hier, George Stobbart verfilmt jetzt seine Abenteuer. Nichts, womit ich interagieren kann. Erstmal hier lang. Oh Gott, hier war etwas wirklich Schlimmes passiert. Ich glaube, ich bin mal wieder führte um die Ecke. In die richtige Richtung gelaufen. Auf dem Boden war eine große Blutlache. Das war bestimmt kein Hühnerblut. Eine Blutspur führte von hier fort. Entweder war jemand weggekrochen oder weggeschleift worden. George, wieso ausgerechnet Hühnerblut, hä? Das wollte ich nicht an meinen Fingern haben. Das Blut war noch frisch. Warum ausgerechnet Hühnerblut, hä?